Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Ich habe heute den globalen Markt als Privatserver aktiviert, kann man sagen. Und den werde ich auch sofort nutzen für alle Sachen, die ich jetzt hier herstelle. Das heißt, dass ich hier später mal, wenn ich umziehe, wieder hier mit dem globalen Markt die Waren entsprechend rausziehen kann. Natürlich muss ich sehen, dass Geld auf Konto ist, dass ich jetzt das Geld, was ich jetzt hier drin bekomme, wahrscheinlich dann auch brauche, um mir das rauszuholen. Also es geht nicht ohne Geld. Also die testen wir gleich mal. Ich habe hier vorne einen Traktor mit Silage. Soll was drin sein? Und zwar 10.000 Liter, das ist ziemlich passend, sagen wir so. Weil ich möchte ja mal sehen, ob die 10.000 auch zu sehen sind, weil aktuell war ja nichts zu sehen, logisch, wenn nur ich was reingeben kann, ne? Also wird dann nur wie registriert. Die Lage braucht nicht wirklich, aber als Test ist es ganz gut. Der Maler zeigt an, dass ich abkippen kann, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Theoretisch könnte ich auch wieder einkaufen, ne? Gleiche mache ich gleich mit unserem Stroh, was wir da verdienen werden. ernten werden. Ne? So, guck mal nach. Ich sehe, ich habe Silage drin jetzt und das würde kosten. Also kostet jetzt im Prinzip 1500. Also ich bekomme 1500. Ja. Bestätigen. Weg ist es. So, ich hab's verkauft. Ist das bei mir auf dem Konto drauf oder nicht? Gute Frage, ne? Mal synchronisieren. Müsste die Lage drin sein. Gut, ich hab's die Lage drin, ist 10.000. Also bei mir könnte ich jetzt auf der Marsch, wenn ich jetzt rüberspringen würde, das entsprechend da mit dem globalen Markt genauso aktiviere wie jetzt hier, entsprechend darf einkaufen. Das finde ich gut. Und das werde ich jetzt mit allen Waren machen, die ich jetzt hier bekomme. Natürlich kann ich auch normalen globalen Markt aktivieren, muss ich nur wieder aufs Spiel rausgehen und dann entsprechend das dann entsprechend machen. So, aktuell wird auch Feld Nummer 38 gedüngt. Wir gehen mal rüber auf Feld Nummer 47. Mal gucken. Ich glaube. Ich bei was ich gerne gedrückt. Mal kurz schauen, dass ich was ich weiß, dass er schon fertig ist. Ich würde jetzt hier übergehen auf normalen Helfer. Müsste man. Ich bin mir ganz sicher, ob das richtig ist jetzt. Kurs haben wir natürlich keinen. Das war mir eh klar. Ich muss so lange fahren, bis der Pfeil in die Richtung geht. Dass ich zumindest im Großen und Ganzen das abdecken kann. Ich sehe gerade, hier ist Unkraut. Das werden wir uns auch noch beschäftigen müssen. So. Das ist normal Helfer arbeiten, ne? Das reicht normalerweise aus. In dem Falle, ne, Kato macht das jetzt, ne? Ja. Könnte ein bisschen mehr nach links fahren. Weil hier in Thüringen ist nämlich die Felder nicht zwangsläufig im rechten Winkel oder beziehungsweise das Helfer fährt mir so einstellt. Jetzt fährt Sanja. Auch recht. Ja, das ist schon besser. Gut, den kann man hier vielleicht mal später nacharbeiten, wenn es sein muss. Ich sehe ein Unkraut sich aktuell, 2, 3. Auf der 42 ist ein Klecks vernachlässigbar. 42, naja gut, da hat er Probleme gehabt.
Hier werden wir wahrscheinlich noch eingreifen müssen. Okay. Gut. Düngerarbeiten laufen. Und ist noch nicht reif. Wir werden vorbereiten die Ernte. Natürlich nicht Gras, sondern Getreide. Das heißt, wir werden die Drescher manchmal rausfahren. Denn das wird ja bald passieren, die Ernte. In morgen. Wir können aber auf 5 gehen, in die Geschwindigkeit. Ich wollte auch die Tiere füttern, ne? Das werden wir jetzt zuerst machen. Denn die brauchen nämlich Futter. Ne, der hat voll. 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 Wasser geben müsste ich. Gut, Futter brauchen die kein. aber Stroh. Stroh. Zuerst mal Wasser. Ich habe mich gestern Abend nämlich gespeichert. Ich war gestern Abend müde. Ich bin total. Ja. Konnte nicht mehr konzentrieren. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Fällt mir gerade so ein. Wo ich gestern sagte, ja. Und putzen müssen wir. Wir geben ihm hier Wasser. Ich meine, zur Not bei Wasser ist das zur Not die Pumpe, die das übernehmen würde. Automatisch. Wäre nicht ganz so dramatisch, sagen wir so, ne? Irgendwann. Ich weiß ja nicht, wann die Karte kommt. Das ist ja das ganze Problem. Das ist. Ich meine, wir haben ja noch gut. Die scheint voll zu sein. Genau. Gut, dann ist voll. Also wird sportlich, ne? Über den Zaun springen. Zum Glück ist kein Strom, ne? Ups. Hier putzen wir unseren großen Staubsauger. So. Leckung geht sogar. So. Das ist ein Staubsauger hier, ne? Mal zurückfahren. 4000 Kilogramm. Wenn das stimmen würde mit Liter und Kilogramm, das wäre ja schöner Richtwert, ne? Wir sollen an der Straße orientieren. Den müssten wir auch noch zur BGH fahren. Den fahren wir zur BGH, den machen wir zu Geld. Wir müssen nicht alles im globalen Markt reingeben, ne? Aber wie gesagt, ich wollte ja, wenn ich Getreideernte hier das Getreide für den Marsch haben. Und umgekehrt, wenn ich auf dem Marsch nachher Portion baue, Pflanzenschutz. Saatgut habe ich schon, Dünger habe ich auch. Das gebe ich dann da rein. So dass irgendwie ein Handel entsteht. Also, dass ich da im Prinzip jetzt kaufe, muss ich dann hier einkaufen und umgekehrt, was ich hier verkaufe, kaufe ich dann da ein. So dass letztendlich keine Karte im Vorteil sein sollte. Finanziell. Ab. So. Deckel zu? Ja. Mit Deckel auf kommen wir nicht raus. So, den fahren wir jetzt. Ja. Erstmal Richtung Lager. Wir wollen dann noch Stroh holen, aber wir müssen mal fertig putzen. Das heißt, lassen wir mal hier stehen. Und wir den gleich mal nachher entsprechend weiter nutzen für Stroh.
Aber ich will ja mal einen Stall putzen. Und hier Dreck ist für links ein Stall. Und der Dreck, der in der Halle war, ist für rechts. Man könnte auch jetzt rechts die Lage abkippen. Müsste jetzt anzeigen. Macht er jetzt nicht. Wahrscheinlich nicht über den Träger gefahren. Ach, weil wir links agiert haben, glaube ich. Macht aber nichts. Wir werden jetzt Richtung BGH fahren und das verabschieden. Damit wir einen Boden haben, müssen wir die Kühe nicht wieder kriegen. Ne? Obwohl es hier eigentlich egal ist. Dann ist bei Spielen meistens egal, sei denn es separat markiert. Also hat dann eine andere Bezeichnung. Dann ist es was anderes. Weiß ich, nutze die Silage oder so. In dem Fall ist Silage Silage, egal woher das herholt. Ne? Wenn du eine Silage beim Mist liegen würde, ein kleiner Klecks, würde es dann Silage sein. Und das wäre trotzdem verwertbar. Ne? Und keiner meckert und keiner bekannt werden. Was im reellen Leben so nicht funktionieren würde, aber hier im PC gibt es nur 0 und 1. Entweder ja oder nein. Ne? Gibt es kein Mittelding. Da muss man sich das schon extra programmieren. Das würde, glaube ich, den Datenrahmen sprengen. Also ich könnte jetzt die Silage aus dem Ferrameter rausnehmen. Das wäre genau die gleiche Silage, die auf dem Boden liegt. Ne? Sei denn, man würde das so programmieren, dass auf dem Boden dann Mist liegen würde. Das wäre ja auch eine Möglichkeit von Dreck. Ne? So, Stroh. Stroh. Ich habe mir gerade überlegt, was ich machen wollte. Aber Stroh ist in dem Falle jetzt wichtig. Das sind übrigens unsere Kälber, ne? Im Reellen sollte lieber keiner durch die Kuhherde laufen. Wenn die Kühe einem fremd sind, dann sind sie ein bisschen aggressiv manchmal. Nicht jede Kuh, aber manche Kühe schon. Besonders dann, wenn Kälber im Spiel sind. Dann verteidigen sich die Kühe die Kälber, ne? Also das ist der Schutzinstinkt hier, der Schutzinstinkt der Muttertiere. Sollte man nicht unterschätzen. Und die Kuh weiß ja nicht, dass einer so Teichel sehen, ne? So. Wird noch wieder ein bisschen mal entsorgt, in Anführungszeichen. Und jetzt haben wir hier Stroh. Haben wir noch Stroh? Ich glaube ja. Ansonsten müsste ich Stroh einlagern, die Ballen. Müsste ich irgendwann machen, also Strohlager errichten. Merken, Klopf, Klopf, auf Holz, Strohlager. Damit sie einen Strohball einlagern können und dann entsprechend nutzen könnten. Ne? Das könnte auch für FPS-Einbrüche sorgen, für Strohballen, okay. Das fällt mir jetzt gerade so ein. Das ist ja eine Belastung für das System, ne? Also muss er jeden Ball berechnen. Ja, Stroh da. Können die Scheiße wieder ein bisschen Dreck machen, ne? Und jetzt fahren wir gleich weiter zum nächsten Stall. Durch. Dann können wir beide entsprechend mit Stroh versorgen. Unsere Mastrinder und unsere Nachwuchskühe. Ganz klein. Das ist so ein Wunsch für mich im Prinzip bei 9 LS, dass die Tiere dann entsprechend auch Wachstumsstufen kriegen. Ne? In ganz groben, in 4 Stufen, da man sehen kann, ach, das ist kalt, das mittlere Tier, dann kommt das fast erwachsene Tiere und dann kommt das erwachsene Tiere. Also
so vier Stufen zum Beispiel, wo man, deutlich erkennen könnte, dass es dann entsprechend größer wird, ne? Und die Stelle muss dann so markiert sein, dass zum Beispiel separate Bereiche gibt, wo dann nur die Kälber sich aufhalten. Denn das macht man so, zum Beispiel, dass wenn im Stall es Kälber gibt, dann werden die ja von der Muttertier getrennt. Das ist ja der erste Schritt. Und sobald die aus den Gröbsten raus sind, kommen sie separate Stall für Aufzucht für Kälber, wo sie direkt also intensiv gekümmert werden. Ne? So, da werden wir mit Füttern fertig und Wasser haben sie auch. Dann parken wir hier mal kurz ein vom Futter. Ne? Jetzt muss ich kurz überlegen, was ich jetzt mache. Aber wir beenden die Folge. So, liebe Show, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, ich wünsche euch allen einen schönen Rest Sonntag. Und dann sagen wir tschüss und ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Vielleicht seht ihr morgen wieder rein. Geht weiter hier in Thüringen. Tschüss.